Hallo und herzlich willkommen zu X-Blade Max X, ein Let's Show Prototype. Das Spiel ist in. Also, erstmal ein bisschen über das Spiel erzählen. Dieses Spiel ist in Deutschland verboten, weil es ziemlich brutale Szenen enthält. Das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Einen Moment. Also, dieser Charakter, sage ich euch gleich mal, er heißt. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Na, auf jeden Fall irgendwas mit Alex. Und ja. Und er wurde halt bei einem Fehlprojekt. Oh nee, jetzt habe ich Polizisten entdeckt. Also bei einem Fehlprojekt wurde er. Warte mal. Also, er war bei einem Fehlprojekt, also. Ihm wurde ein Virus injiziert und es ist halt fehlgegangen. Und jetzt deswegen hat er jetzt so Art Superkräfte. Entschuldigung, dass das Game bei mir ein wenig laggt. Die Grafik ist gerade nicht die neueste. Nein, komm her. Komm her. Ich hab dich jetzt dran. Bumm. Ja, man kann, also man ist in diesem Game momentan super stark. Man kann Autos aufgeben, man kann Leute killen. Und man hat so zwischen mehreren Waffen. Im Moment habe ich den Schild aktiviert. Das wollen wir ja nicht. Ah, hier. Wo sind die Helis? Ah, hier. Das ist eine Schlinge oder halt ein Lasso, sag ich einfach mal. Damit kann man Gegner zu sich herz, also so Autos und so schneller kaputt machen. Deswegen mache ich jetzt den Heli da unten kaputt. Ach, so ein Tieflieger. Stirb. Ja. Junge, ich hab gestört. Geht doch. Ja, und das war jetzt diese Peitsche, sag ich einfach mal. Jetzt hier die Krallen. Meine Lieblingswaffen. Weil ich damit ziemlich viele Tricks kann. Ja, Tor, wo ist der? Ah, da hinten. Dann hole ich mir den jetzt mal schnell. Wo ist denn der? Da. Ja. Und da liegt die andere Hälfte von ihm. Man kann auch die Waffen von den ganzen Leuten hier aufheben. Ich verwandle mich jetzt einfach mal in so einen Soldat. Und jetzt sehe ich aus wie ein Soldat. Ja, man kann sich solche, also man kann die Gegner absorbieren, dass man. Warte mal. Stirb, Heli. Ich bin. Moment. Ich mach schnell die Helis kaputt. Man kann so ziemlich alles nehmen, außer Panzer. Also man kann in Panzer einsteigen. Moment. Also man kann auch Wände hochklettern. Also das Game, meiner Meinung nach, ist das beste Game ever. Ja. Und. Oh, tack. Muss jetzt warten. Oh, warte mal. Ja, ihr könnt mich nicht beschießen. Zwar auch ziemlich unlogisch, dass jemand so viel aushält, aber. Oh, habt ihr mich jetzt gefunden, hä? Egal, sterben. Sag. Gut. Wo ist jemand? Ja, hier ist meine Waffe. Gut. Und jetzt einfach da runterspringen. Ungewöhnlich, dass jemand so hoch springen kann. Aber das ist ihnen ja egal. Was mache ich denn? Ich mach doch gar nichts. Leck mich doch hier schlamm. Euch jetzt alle sammeln. Oh, ich muss mal Munition spannen. Ja, hier sind lauter Leichen. Und passt, Alter, das gibt's da. Stirb. Halt, Maul. Oh Mist, mein Auto, Mann. Hier ist der. Und jetzt schaut mehr, was ich mit dem Typen hier mache. Das ist zwar fies, aber ich mach's. Schöner Ton. Wir hier gegen das Auto werfen. Bumm. Das Teil hier hochheben und dann. Bam. Ja, und jetzt. Auch einer meiner Lieblingswaffen. Die Riesenfäuste. Also der mit Alex sieht nicht so aus wie. Also so ein Weiß sieht er nicht aus. Ich habe bloß eine kleine Veränderung an, oder an ihn gemacht. Wo ist denn der? Ach, da. Der.
Muss man den Typen da. Das ist ein Armentum. Verarmt. Kopf eingedrückt. Oder was auch immer. Und heb doch die Waffe auf. Also so schlau wirst du doch wohl noch sein. Und Moment. Ich mach da meine Krallen raus. Meine ich die verbotene Waffe. So. Jetzt habe ich meine Waffe. Nein, ich habe sie noch. Gut. Und jetzt einfach auf 2 drücken und man verwandelt sich. Und man ist wieder ein Soldier. Und niemand weiß, was passiert ist. Ob da einer drin? Ja. Aha. Stirb. Stirb, Kartoffel. Heute nicht. Nein. Jetzt. Suchen sie mich erstmal noch kurz nicht mehr. Oh, scheiße, sie haben mich gesehen. Sehen sie mich eh nicht mehr. Ja, und das Gesicht sieht eigentlich auch nicht so aus. Habe ich auch geändert. Die Augen, müsst ihr sagen, sieht doch geil aus. Ich finde, die sehen so cool aus. So. So, Connect, Haha, ihr habt mich gesehen, nicht mehr. Stirb. Kann ich bitte erstmal wieder meine andere... Oh, stirb! Was? Niemand schießt auf mich. Nicht mal meine Mutter. Nein. Ich hab meine Mutter lieb. Nein. Hi. Bin ich jetzt fies? Nein. Stirb aus, Lampe. Ich muss zurückverwandeln in die Waffe nehmen. Ja, man saugt die Leiche in sich auf. Das ist zwar widerlich, aber es ist auch irgendwie cool. Ich nehme mal wieder ein paar Leute. Schuss auf mich. Stirb, Auto. Allerdings gesehen, das ist schlecht. Oder ist das schlecht? Ja. Das ist schlecht. Ja, eigentlich dürften die mich doch jetzt gar nicht mehr kennen. Weil die laufen so viele Soldaten momentan rum. Egal. Ich will nicht schon den Typen erkennen. Nein. 10. Voll logisch, reit weiter. Und jetzt bin ich ein komischer anderer Soldat. ein Undercover Soldat. Auch gesagt. Oh. Jetzt gibt's Hau des Jungs. Der Panzer. Wird zwar nicht sehr viel ausrichten, aber egal. Erstmal damit angreifen und jetzt kommt's. Bam! Und bam! Damit kann man ehrlich gesagt am meisten die Sachen auslöschen, die Leute auslöschen. Den da auch. Und Quatsch. Mies. Komm, wir verwandeln uns jetzt mal in eine Frau. Nein, nicht in einen Müllsack. Ich will kein Müllsack sein. Irgendwie Spaß. Ach. Wow, das war cool, aber scheiße. Hat man das Auto auch noch getroffen. Felgen. Das sind doch ganz viele Leute verreckt. Oh, und ja, die Attacke wollte ich euch auch noch zeigen. Einen Moment. Schaut und... Zing! Da kommen Stacheln aus dem Boden. Also hier Stacheln aus dem Boden. Und jetzt... aufgeladen und... Bam! Auf das Biest. Da liegen die ganzen Einzelteile. Und jetzt wird er ermordet. Sing. Mach ich mal die Teil größer und fuck. Zack. Und sing. Das war ziemlich unlogisch, aber naja, wer es kann. Wo steht der?
willst mich ärgern. Ein bisschen hätte ich jetzt eigentlich killen können. Das hört sich ja eigentlich gar keine M16 an. Oder? Obwohl es zu realistisch. Eine Frau. So. Rennen wir weg? Ja, wir rennen jetzt weg. Ja, okay, das war eigentlich so ziemlich alles. Was? Ach so, nein. Ja, man kann auch Missionen machen und Bonusmissionen. So, um EP zu verdienen. Also EP sind so Teile zum Skill kaufen und sonst Skills kaufen, dass man halt mehr kann und neue Waffen hat. Ja, das ist eigentlich ganz toll, das Game. Und ich kann es wirklich nur empfehlen und Daumen hoch. Das ist wirklich ein sehr tolles Game. Und ja, nicht nur Daumen hoch für das Game, sondern auch bitte für mich. Und abonnieren und kommentieren bitte nicht vergessen. Also, wir sehen uns.